Wenn man dieses Zeichen sieht, weiß man, es ist nicht mehr weit. Und bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang gucke ich schon mal für euch in Wacken nach dem Rechten. Es sind unter 30 Tage, bis es endlich wieder losgeht. Und da ich ganz in der Nähe von Wacken lebe, ist es natürlich ein leichtes für mich, mal zu gucken, wie denn aktuell die Vorbereitungen schon so stehen. Aktuell ist noch nicht viel Verkehr hier. Es ist noch kein Banner Welcome Metalheads über den Ortseingang gespannt. Nicht mehr allzu lang und es wird wieder so aussehen oder so ähnlich. Welcome Metalheads, freu dich, du bist in Wacken und wir wollen alle auf die Campgrounds. Anders als im letzten Jahr habe ich diesmal schon seit langem eine Karte. Bin also mit euch auf den Campgrounds und freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf, dass es wieder losgeht. Unter 30 Tage und wir sind wieder dabei. Wir bauen wieder auf. Es kamen ein paar Anfragen von euch, ob ich nicht ein paar Tipps geben kann zur Anreise und zum Wacken Open Air allgemein. Vor allen Dingen für diejenigen, die das erste Mal hierher kommen. Das möchte ich heute gerne tun und für die Wiederholungstäter ist garantiert auch das ein oder andere Interessante mit dabei. Da bin ich mir doch jetzt schon ziemlich sicher. So, wer ganz genau hinguckt, dem kommt vielleicht das eine oder das andere hier auf der Fläche bekannt vor. Außer, dass da drüben jetzt gerade ein Storch sein Abendbrot sucht. Da hinten Bambi gerade noch durch die Gegend springt. Also im Moment ist hier noch Totenstille, hier ist noch absolute Ruhe. Der Storch lässt sich auch von mir überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Das hier ist der Haupteingangsbereich, wenn ihr vom Busbahnhof kommt. Wenn ich mal ein paar Schritte mache, dann seht ihr dort im Hintergrund das große Banner Welcome Home und das, diese geschotterte Fläche, wo jetzt noch ein paar Container zwischengeparkt sind, die werden nachher einen anderen Verwendungszweck finden, die werden nachher nicht mehr dort stehen. Das ist dann der eigentliche Busbahnhof, das heißt die Busse aus Itzehoe, die vom Bahnhof dann fahren, aber auch die Busse, die von Hamburg und ich glaube von Berlin ist auch ein Shuttle-Service eingerichtet, dann Leute vom Flughafen herbringen, die setzen euch hier ab. Und dann kommt ihr genau hier an dieser Stelle an. Von dem Baum bis hier rüber ist dann normalerweise dann der Eingangsbereich. Also da ein Zelt mit Pavillon, wo man dann durchgeht und dann erstmal die Ticketkontrolle, die Vorkontrolle stattfindet. Oder eben euer Bändchen, wenn ihr schon habt, dann kontrolliert wird. Und direkt dahinter, alles was ihr hier im Hintergrund grün seht, das sind die Campgrounds für die Leute, die nur mit dem Zelt kommen. Das, was ihr dahinter seht, diese Baumreihe und die Fläche, die dahinter ist, das ist dann der Bereich für die Wheels of Steel. Die sind da angesiedelt. Da hat sich auch seit 2015 sehr, sehr viel getan. Also in 2015 gab es hier wohl ziemlich Probleme mit Schlamm und Regen. Dieser Bereich ist jetzt mit Platten ausgelegt, dass also selbst wenn das Wetter mal richtig schlecht sein sollte, dass dann trotzdem keine Probleme gibt, dass also die Wheels of Steels und ihre Begleiter daran trotzdem mit ihren Rollstühlen sauber durchkommen. Ganz da hinten im Hintergrund sehe ich jetzt von hier aus, das ist für euch zu klein, das Festival sein. Da dürfte ungefähr nachher die Lauder Stage sein. Das heißt, wenn ihr auf diesem Campground seid, seid ihr nicht weit vom Geschehen. Trotzdem ist es abends abgeschieden genug, dass es hier einigermaßen ruhig ist, dass man auch tatsächlich dann auch ein paar Mützen Schlaf dann gut abbekommt. Wenn ihr hier so durch die Gegend rennt, passt auf, das, was ihr da so als dunkle Streifen in der Fläche seht, sind Drainagegräben. Die braucht man hier. Das ist Marschboden, der ist sehr feucht. Über die Drainagegräben wird dann die Entwässerung dieser Fläche dann erledigt. Und die sieht man zum Teil nicht so sonderlich gut, wenn sie zugewachsen sind. Und mit dummem Kopf sieht man sie noch weniger. Und zack, liegt man mal plötzlich dann drin im Graben. Ist vielleicht dem einen oder anderen von euch irgendwann schon mal passiert. Und jetzt fahre ich rüber zum Campground Y
Und dort ist kurz vor dem Campground Y dann nämlich auch nochmal die Drop-Off-Zone. Wenn ihr also täglich reingefahren werdet und dann irgendwo nur kurz rausgeschmissen werdet, sei es von Freunden, Bekannten oder mit dem berühmten Taxi, dann ist dort in der Gemeinde Grebrum der Drop-Off, ne? Kiss and Ride nennt sich der Platz, dass man also nochmal kurz einen Abschied nehmen kann und dann auch sein Zelt nochmal aus dem Auto rausholen kann. Dort sollen aber keine Fahrzeuge geparkt werden, auf keinen Fall. Die werden dann ganz schnell abgeschleppt, weil diese Fläche muss frei bleiben. Aber ihr habt genug Zeit, dass ihr dort dann auch mal Zelt und Zubehör und Konsorten dann dort ausladen könnt. In dem Bereich befinden sich dann auch Tagesparkplätze für die Tagesgäste, die mit eigenem Fahrzeug dann anreisen. Und diese Schotterfläche, auf der ich gerade hier mich bewege, ihr hört es vielleicht so, dass der grobe Schotter hier unter mir ordentlich knackt, ist dann der eigentliche Bus- und Taxibahnhof. Aktuell ist er Zwischenlager, na, aber das Schild Welcome Home, das kennen viele von euch, wenn ihr denn hier aus dem Bus ausgestiegen seid. Oder wenn ihr von euren Campgrounds kommt und in den Ort geht. Da könnt ihr dann also euch auch verpflegen. Da sind entsprechend genug Versorgungsstände mit Grillgut, mit allem Möglichen, was ihr euch so vorstellen könnt. Meet the local people. Es macht wirklich Spaß. Also die haben Freude dran, ihr werdet Freude dran haben. Sollte eigentlich jeder mindestens einmal während der Woche dann gemacht haben, dass er auch mal ins Dorf geht. Oh, gerne auch zwei oder dreimal. Ja, aktuell ist die Fläche hier noch so als Zwischenlager genutzt. Das sehen wir hier im Hintergrund. Da sind dann also auch Bürocontainer da hinten, Wacken-Office und so weiter, die aktuell noch nicht in Nutzung sind. Aber das wird sich in Kürze ändern. So haben wir hier zum Beispiel einen Container vom Wacken Mostel. Und Lemmy ist immer mit dabei. Und dieser Bullhead, der ist doch richtig schön geworden hier. Auch die andere Seite des Containers ist schön gemacht. Metal Heart, still loving you. Es geht jetzt weiter Richtung Grebrum. Da soll dann der Kiss and Ride Parkplatz sein. Mal schauen, ob ich den jetzt schon so erkennen kann. Stopp! Bevor wir jetzt weiterfahren, rund um den Holy Ground, um die Flächen von Wacken Openmeer. Ich habe noch ein aktuelles Update, denn nachdem ich da vor Ort gewesen bin, habe ich jetzt noch mal neue Informationen bekommen. Ihr habt vielleicht alle noch in Erinnerung, dass letztes Jahr auf Wacken 2022 auf dem Wacken Openmeer viel gefilmt worden ist. Und ich habe mich da schlau gemacht. Ich habe also unter anderem mit dem NDR Kontakt aufgenommen, aber auch mit RTL. Denn zwei Sachen sind dort gedreht worden. Das eine ist ein Tatort, ein Borowski-Tatort, von dem immer noch nicht bekannt ist, wann der denn gesendet wird. Ich kann euch jetzt aber zumindest etwas genauer sagen, wann denn mit diesem Tatort dann tatsächlich zu rechnen ist. Und wir haben Legend of Wacken. Das haben vielleicht viele schon von euch mitgekriegt. Aber für alle die, die es noch nicht mitgekriegt haben und auch für die, die es schon mitbekommen haben, ich habe Background-Infos dazu, wann geht das los. Das Ganze ist sogar im Free-TV jetzt in allernächster Zukunft zu schauen. Auch ein Grund dafür, weshalb ich das unbedingt in dieses Video mit reinnehme, damit ihr alle die Chance habt, das dann auch rechtzeitig im Free-TV euch mit anzugucken. Fangen wir mit dem Tatort an. Es geht um einen Borowski-Tatort aus der Reihe vom Tatort Kiel Borowski. Und zwar ist der Titel Borowski und das unschuldige Kind von Wacken. Es ist letztes Jahr, wie gesagt, gedreht worden. Hieß dann, es solle im Sommer diesen Jahres dann irgendwann gesendet werden. Das ist nicht der Fall. Dann gab es schon mal so eine Info, dass es im Herbst 2023 dann gesendet werden soll. Ich habe jetzt die offizielle Antwort vom NDR dazu. Der Tatort Borowski und das unschuldige Kind von Wacken wird im November im ersten Premiere haben. Und markiert gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum des Kieler Tatorts mit Kommissar Klaus Borowski. Mehr Informationen findet ihr unter. Und dann ein Link zur NDR-Seite, den packe ich euch natürlich auch mit unter das Video, ne, dass ihr da dann auch nochmal das direkt euch nochmal aufrufen könnt. Es hat natürlich seinen besonderen Grund, weshalb sie sich diesen Tatort jetzt besonders bis zum November dann aufgespart haben. Es ist das 20-jährige Dienstjubiläum von Axel Milberg als Kommissar Borowski. Herzlichen Glückwunsch, Herr Milberg. Für die zweite TV-Produktion kann ich mich dann bei RTL bedanken. Da hat mir dann sogar der Senior Manager Kommunikation geantwortet. Vielen Dank, Herr Ebermann. Es geht dabei um die Legende von Wacken oder Legend of Wacken, wie das Ganze dann bei RTL heißt. Legend of Wacken soll als sechsteilige Miniserie die Entstehungsgeschichte vom Wacken Open Air nacherzählen. Dazu haben die sich einen ganz interessanten Kniff einfallen lassen.
Es ist nämlich einfach so, dass angeblich auf dem Wacken Open Air 2022, ihr wisst alle, dass das so nicht passiert ist, weil ihr wart ja letztes Jahr da, Holger Hübner einen Stromschlag erlitten hat, daraufhin dann auf die Intensivstation kommt, Thomas Jensen als sein langjähriger Partner im Wacken Open Air dann natürlich alle stehen und liegen lässt, an sein Krankenbett eilt und dort dann gesagt wird, Mensch, der ist im Koma, Sie könnten ihn aber vielleicht erreichen und aus dem Koma zurückholen, wenn Sie eine individuelle Ansprache finden und er da dann irgendwo darüber wieder ins Leben zurückgeholt wird. Ist natürlich ein kleiner Drehbuchkniff, aber ganz geschickt gemacht, finde ich, weil die Schauspieler, die sie dafür ausgesucht haben, gefallen mir von den Szenenfotos und von den kurzen Ausschnitten, die ich gestern noch auf RTL Nord, genauer gesagt, in den regionalen Nachrichten hier nochmal sehen konnte. Da waren schon so 2-3 Szenen aus der Serie dann, die angespielt worden sind von der Premiere in Hamburg. Alles beruht auf einer wahren Begebenheit und wird ausgeschmückt, zum Teil mit fiktiven Elementen. Guck mal hin, hier. Wacken. Legend of Wacken. Eine fette, nette Party auf dem Acker? Was macht er? Geil. Wacken! Gut, ne? Pause, ne? Über diesen Kniff kann dann die Serie nämlich tatsächlich dann erzählen, wie es überhaupt zum Wacken Open Air gekommen ist. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine Geschichte, die es auch verdient hat, so aufbereitet zu werden. Denn es ist jetzt kein reines Wirtschaftsunternehmen gewesen ursprünglich, sondern tatsächlich war es so, dass Thomas Jensen damals eine eigene Band gehabt hat. Und Holger Hübner quasi als Manager damals am Landgasthof Schenefeld, also da, wo heute die Landgasthof-Stage ist, die zusätzliche Stage mitten im Dorf sozusagen, da haben die beiden sich dann kennengelernt, er ist zum Manager geworden und hat dann versucht, Auftritte zu organisieren für die Band von Thomas Jensen. Und da hat man irgendwie festgestellt, so ganz toll funktioniert das nicht, weil Metal so als Thema nicht so den breiten Geschmack trifft. Also hat man gesagt, ja, dann müssen wir ein eigenes Festival machen. Das waren tatsächlich die Anfänge und ich komme hier aus der Gegend. Ich habe das also tatsächlich damals in der Zeit, war das hier Dorfgespräch, nicht nur in Wacken, sondern rundum überall. Also ich habe damals in Glückstadt gelebt und da hat auch jeder vom Wacken Open Air geredet und was denn dieses Jahr oder das Folgejahr dann jeweils so passiert ist, ab dem Moment, wo das 1990 dann gegründet worden ist, dass die dabei enorme Schulden erstmal gemacht haben und man eigentlich gedacht hat, das kann nie gut gehen. Das war alles sozusagen Dorfgespräch. Und man siehe heute, was da draus geworden ist. Diese Geschichte ist besonders liebenswert, finde ich, und hat es auch verdient, in diesem Format nacherzählt zu werden. Also die beiden Hauptdarsteller sind schon mal bombig besetzt. In der jungen Version Holger Hübner rechts und links Thomas Jensen. Gespielt werden die beiden von Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. Die Gegenwartsversionen davon werden dann von Aurel Mantai und von Charlie Hübner als Holger Hübner dann gespielt. Es ist natürlich auch eine schöne Namensgleichheit zwischen Holger Hübner und Charlie Hübner. Die Szenenbilder sind natürlich wirklich interessant und die sind jetzt im letzten Jahr auf Wacken Open Air 2022 gedreht worden. Wer sich daran erinnert, ganz zu Anfang bei der Eröffnung hat auch Thomas Jensen auf der Bühne gestanden und hat noch gesagt, lauft nicht gleich weg, wenn wir hier jetzt gleich durch sind. Wir machen hier noch so ein bisschen Hollywood. Das war genau die Geschichte hier, dass er da dann entsprechend dann auch euch als Publikum für die TV-Produktion da dann auch mit requiriert hat. Ne? Da seid ihr jetzt also auch alle mit im Bild in der Serie. Ein genialer Schachzug ist für mich die Besetzung von Bauer Trede. Der wird nämlich gespielt von Detlef Buck. Den habe ich schon seit Carnickels sehr gemocht. Da ist er als Regisseur tätig gewesen. Der ist auch hier in der Region, sag ich mal, zumindest gedreht worden. Die Polizeischule Eutin hat da wohl auch eine große Rolle gespielt bei den Dreharbeiten für Carnickels aus Anfang der 90er. Und ich schätze ihn auch als Schauspieler sehr. Und für mich ist er als Bauer Trede fast jetzt schon, ohne ihn gesehen zu haben, schon fast eine Idealbesetzung. Und irgendwann taucht dann halt Bauer Trede da mal auf bei den Jungs in der Garage. Und dann nimmt das Ganze seinen Gang, dass es eine Nummer größer wird. Bauer Trede stellt die Flächen zur Verfügung und offenkundig wird man sich dabei auch handelseinig. Da haben wir dann wohl eine frühe Entwurfsphase vom Bullhead. Und währenddessen liegt er eigentlich auf der Intensivstation. Das ist natürlich ein Kniff für die Erzählung der ganzen Geschichte. Dieser Kniff macht aber auch solche Sachen möglich. Lemmy Kilmister taucht plötzlich wieder auf. Natürlich nicht in Persona, das ginge schlecht. Gespielt wird er von Andy Murray. Das Ganze wird sich wohl im Kopf von Holger Hübner dann abspielen, auf der Intensivstation, dass er dann plötzlich sich in der Zeit zurückversetzt fühlt
und mit Lemmy Kilmister in die Vergangenheit reist, denn in diesem Szenenbild sehen wir die jungen Darsteller und die alten Darsteller gemeinsam. Also das ist offensichtlich ein kleiner Kniff im Storytelling. Finde ich ganz interessant gemacht. Da können sich das junge und das alte Ich nochmal miteinander auseinandersetzen. Auseinandersetzen wird da offensichtlich dann auch durchaus mal wörtlich genommen. Aber auch in der Gegenwart wird auch ein bisschen miteinander rumgerangelt. Und es bleibt nicht bei dem einen Auftritt von Lemmy Kilmister. Wenn ich mir jetzt allerdings die Heckpartie von diesem roten Auto im Hintergrund anschaue, das sieht tatsächlich eher nach einem C-Kadett aus. Diesen Plastikspiegel, doch, das ist ein Türgriff vom C-Kadett. Das ist ein C-Kadett, in dem die sitzen. Genau das Auto, das ich damals gefahren habe. Doro darf auch nicht fehlen. Doro tritt auch auf bei der ganzen Geschichte. Und auch die Wasteland Warriors haben ganz offenkundig hier einen Auftritt. Das finde ich natürlich auch schön, weil die Wasteland Warriors machen mir auch jedes Jahr wieder Spaß. Die Sendedaten auf RTL Plus und auf Nitro blende ich euch hier jetzt nochmal ein. Da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal schnell notieren, dass ihr das nicht verpasst. Denn ich finde, das ist eine ideale Vorbereitung jetzt. Wir sind unter 30 Tage, bis das Wacken Open Air anfängt. Und da kann man sich doch ideal durch diese Serie jetzt so ein kleines bisschen die Wartezeit versüßen lassen und das Ganze dann nochmal so ein bisschen in Retrospektive. Das sind natürlich auch fiktive Anteile in der Geschichte. Das ist nicht alles 100% so passiert, wie das in der Serie da dargestellt wird. Das Ganze soll dann natürlich auch ein bisschen unterhalten. Aber ich denke, der eine oder andere wahre Kern wird da durchaus drin sein in der ganzen Geschichte. Von daher freue ich mich schon darauf, mir die Serie dann auch anzugucken. Ich denke, ihr auch. Und jetzt geht's aber weiter mit meiner Runde um das Festivalgelände, dass ich euch noch das eine oder andere erzähle und euch auch noch den einen oder anderen Tipp geben kann zur Anreise, wie ihr vielleicht noch doch noch an ein Ticket herankommt. Also da geht's jetzt dann weiter. Dieses Boot ist schon in der örtlichen Presse gewesen. Jetzt hat es auch schon eine Bugfigur. Die Anwohner wollen auch Wacken mitfeiern mit euch und haben sich dafür vorgenommen, bis Wacken beginnt, muss dieses Boot fertig sein. Den Kissenreitplatz habe ich jetzt hier nicht erkennen können, wo der jetzt genau nachher sein wird. Der ist aber nachher irgendwo hier auf dem Teilstück von Gribom aus, von der Ortsausfahrt Richtung Campground Y. Und Campground Y ist das, wo ich mich jetzt hier gerade befinde. Ganz da hinten bei der Baumgruppe könnt ihr den Wackentower sehen zur Orientierung. Campground Y sind die abgesteckten Parzellen mit Stromversorgung. Die sind extra dazu zu buchen. Das könnt ihr über den Campingpark Wacken, könnt ihr da entsprechende Angebote buchen. Für dieses Jahr weiß ich nicht, ob da noch was frei ist. Ich vermute, das wird wie das meiste garantiert schon längst alles ausgebucht sein. Aber das ist hier eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man sagt, also ich möchte es ein bisschen ruhiger haben. Hier ist es nicht wirklich ruhig. Also wer nach Wacken kommt und glaubt, er hätte es ruhig, der kommt hier an den verkehrten Ort. Wo ich jetzt hier gerade am Campground Y stehe, ich bin gefragt worden, ob ich nicht irgendwelche Tipps geben kann, wenn man auf einen bestimmten Campground möchte oder, gibt es doch bestimmt irgendwelche Schleichwege von hinten ran? Nein. Während hier das Wacken Open Air stattfindet, das sind Straßen, die könnten eigentlich, wenn das nicht so gut organisiert wäre, diesen Anreiseverkehr gar nicht aufnehmen. Aber aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, ist das hervorragend organisiert worden. Also es hat mal ein Jahr gegeben, da musste draußen auf der A23 quasi schon der Grill angeworfen werden. Das nannte man dann auch das Grillen auf der Autobahn. Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Verkehrsführung ist hier sehr, 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 sehr gut organisiert. Es kann sein, dass ihr in Warteschleifen geführt werdet, wenn ihr zu einer der Stoßzeiten kommt. Das ist dann so und das lässt sich dann auch nicht vermeiden und da hilft auch keine Diskussion und die meisten sehen das auch alle ganz entspannt. Diese Warteschleifen haben auch einen Zweck, denn die Hauptverkehrswege müssen immer für die Rettungsdienste dann auch zugänglich bleiben, weil auch gerade in so einem Anreiseverkehr kann natürlich immer mal was passieren und dann ist es wichtig, dass dann die Rettungswagen dann auch durchkommen. Also das läuft aber eigentlich auch immer sehr gesittet ab. Die meisten fügen sich dann in ihr Schicksal, haben es dann oftmals auch schon ein bisschen erwartet. Man weiß ja, welche Tage dann besonders verkehrsintensiv sind. Das wird übrigens dieses Jahr das erste Mal ein bisschen anders sein, denn dieses Jahr haben wir das erste Mal den Mittwoch als regulären
Festivaltag, als Konzerttag im Normalticket mit drin. Letztes Jahr war das ja ein Zusatzticket, das man noch nachträglich dazu buchen konnte. Und das war dann nur von einem Teil der Leute natürlich gekauft worden, sodass also, sag mal, der Hauptanreiseverkehr im letzten Jahr, wie eigentlich jedes Jahr, am Mittwoch stattgefunden hat. Das war auch der Tag, an dem es dann bei der Bändchenausgabe den längsten Rückstau gegeben hat. Also ich habe selber mit beobachtet, da fand ich es jetzt nicht so gravierend, als ich hingeguckt habe. Da hat man so von ungefähr 2 bis 3 Stunden Wartezeit auf dem Bändchen geredet. Aber es soll in der Spitze bis zu 6 Stunden gewesen sein. Ich denke, auch darauf wird in der Organisation wieder reagiert werden. Die haben das eigentlich in der Vergangenheit immer verstanden, auf Probleme, die irgendwo entstehen, dann auch im Folgejahr entsprechend zu reagieren. Nur den Hauptandrang wird man damit natürlich nicht komplett dann irgendwo abbügeln können. Man kann nicht plötzlich die Kapazitäten verdreifachen, vervierfachen. Es geht auch räumlich gar nicht. Also wird es irgendwo dann doch einen gewissen Rückstau geben. Da kann man euch eigentlich dann nur raten, wenn ihr dann ankommt, ihr müsst beim Einfahren auf das Gelände bereits euer Ticket scannen lassen und damit ist dieses Ticket grundsätzlich entwertet. Ihr dürft also nicht dann mit diesem Ticket, das ihr für die Einfahrt gebraucht habt, dann nochmal das Gelände verlassen, um zum Beispiel zum Einkaufen in den Ort zu gehen oder irgendetwas. Ihr könnt euch aber auf den Campgrounds natürlich aufhalten und wenn ihr genug Verpflegung mit habt, dann könntet ihr natürlich eine solche Phase dann durch Abwarten dann einfach entzerren, dass ihr sagt, jetzt bauen wir erstmal in aller Ruhe unsere Zelte auf und verbringen vielleicht die erste Nacht und gehen am nächsten Morgen ganz früh zur Bändchenausgabe. Wer jetzt Konzerte am Mittwoch bereits besuchen will, die finden üblicherweise auf der Lauder Stage statt. Der braucht natürlich vorher das Bändchen und ja, das Line-Up ist ja schon bekannt. Wisst ihr also, ob ihr dann am Mittwoch dann gegebenenfalls da schon irgendeinen Act habt, den ihr unbedingt sehen wollt? Wenn das der Fall ist, würde ich euch empfehlen, die Anreise bereits am Dienstag zu machen. Das ist ein Tipp von mir persönlich, dass ihr da zeitlich genug Vorlauf habt. Am Mittwoch anzukommen, Mittwoch wird üblicherweise erfahrungsgemäß einer der Hauptanreisetage sein. Und dann rechtzeitig alles gemanagt zu haben, inklusive Bändchenausgabe und hier durch den Verkehr sich erstmal dann auf seinen Campground dann bewegt zu haben, dann die ersten Zelte dann auch wirklich aufgestellt zu haben, das wird dann ein bisschen knapp. Das könnte euch dann eure geplanten Konzertbesuche dann schon ein bisschen versauern. Von daher wäre es vielleicht wirklich gut, wenn ihr dann in dem Fall tatsächlich schon am Dienstag anreist. Anreisen könnt ihr bereits ab Montag. Das ist im Preis inkludiert. Das ist also kein Unterschied. Und jetzt kommen wir eben auch zu dieser Frage, kann ich mir meinen Campground aussuchen? Wenn ihr früh kommt, habt ihr natürlich bessere Chancen, auf einen der Campgrounds geleitet zu werden, auf den ihr auch wollt. Je später ihr kommt, desto mehr ist das nachher Automatik und ihr habt da kein Mitspracherecht mehr, wo ihr auf welchen Campground dann kommt. Das ist dann Verkehrsführung und da, wo ihr hingeleitet werdet und wo dann der Einweiser dann sagt, stopp und hier campt ihr, da ist euer Campground. Ansonsten gilt bei der Anreise, wer zusammen campen will, muss auch zusammen ankommen. Ich habe dazu schon einiges gesehen. Also es gab die Empfehlung, dass man sich dann entsprechende Zettel vorne ins Fahrzeug reinlegt. Fahrzeug 1 von 5, Gruppe so und so, dass das für die Einweiser dann auch leichter zu erkennen ist, dass ihr dann zusammengehört. Ich habe dann auch bei Schinken Hugs in Kisses, auch der Kanal sei gegrüßt. Ihr macht immer ein ganz tolles Video von euren Erlebnissen, wenn ihr hier auf Wacken seid. Finde ich schon seit Jahren klasse. Also ich habe das schon einige Jährchen immer verfolgt. Auch das letzte Jahr habt ihr wieder ein Video gemacht. Da ist dann immer die gesamte Woche dann euer Aufenthalt zusammengefasst. Macht Spaß, die Videos zu gucken. Ich werde euch mal das vom letzten Jahr hier drunter verlinken. Also dann habt ihr schon mal so einen ersten Einblick, was euch so in der Woche hier erwartet. Die machen das nämlich so, dass sie tatsächlich Außenaufkleber an den Fahrzeugen angebracht haben. Ja, richtig mit Bullhead war das im letzten Jahr. Das sah auch optisch richtig, richtig cool aus. Kann man natürlich machen und macht es für die Einweiser umso leichter, dann eure Fahrzeuge zu erkennen, dass die zusammengehören. Ihr solltet aber auch dann im Stau schon versuchen, euch so zu organisieren, dass ihr dann wirklich auch die Fahrzeuge unmittelbar in Folge zueinander habt. Dass ihr dadurch dann auch eure Fläche dann gemeinsam dann irgendwo bewirtschaften könnt. Ansonsten geht Zusammencampen eigentlich nur auf ganz bestimmten Parzellen. Bauer Uwes Garten ist so ein Beispiel. Das sind Sonderparzellen, die müssen gebucht werden, so ähnlich wie hier auch im Campground Y. Diese Parzellen, die abgeflattert sind in verschiedenen Größen, A, B und C Größe und mit einer festen Stromversorgung mit 2000 Watt versehen sind. Diese Parzellen könnt ihr rechtzeitig vorher buchen über Campingpark Wacken. Da dürfte aber aktuell bereits das Angebot längst ausgebucht sein. Dasselbe gilt auch für den
Glamping-Bereich. Residence Evil sei da genannt. Die sind relativ dicht an den Mainstages, am Infield. Dort habt ihr auch abgesteckte Parzellen, dass ihr also anreisen könnt, wann ihr wollt. Habt dort auf der Parzelle dann das Recht auf eine bestimmte Größe, dass ihr dort ein Zelt für euch aufstellen könnt. Und auch dort habt ihr eine Stromversorgung. Und ihr habt einen Pkw-Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu eurem Campground. Das ist also dann der Sonderservice, den ihr dort buchen könnt. Unterhalb vom Campground Y sind ansonsten hier die Bereiche Moshtel, wo dann einige andere Glamping-Bereiche dann aufgebaut sind. Zum Teil mit Zelten, zum Teil mit Holzhütten, zum Teil mit Containern. Unterschiedliche Qualitätsstufen, unterschiedlicher Komfort. Kostet dann aber auch nachher schon richtig. Also da sind wir nachher schon bei den entsprechenden Angeboten in der Größenordnung 2.500 Euro und aufwärts. Was die Verkehrsführung angeht, kann ich euch also tatsächlich nur den Rat geben. Folgt der Ausschilderung, aber folgt auch der Ausschilderung, die für euch gilt. Wenn ihr zum Beispiel bestimmte Angebote gebucht habt, wie hier den Campground Y, dann müsst ihr natürlich auch darauf achten. Das soll aber auch per E-Mail euch dann rechtzeitig vorher noch zugehen. Die Anreiseanleitung sozusagen für diejenigen, die in solche Bereiche dann gebucht sind, dass ihr dann der Ausschilderung dafür dann eben gegebenenfalls auch folgt. Dass ihr sagt, also ich gehe ja nicht auf die Main Campgrounds, ich bin auf Campground Y, und dann werdet ihr auch entsprechend dann dorthin geleitet. Falls ihr noch kein Ticket habt, es gibt die Ticketbörse, und das ist auch der einzige offiziell legitime Weg, wie ihr noch an ein Ticket rankommt, über die Tickettauschbörse, die ihr auf der Wacken-Seite dann findet. Dort könnt ihr euch einen Wacken-Account einrichten und darüber euer Interesse an einem oder mehreren Tickets bekunden. Dann werdet ihr als Suchende in die Datenbank aufgenommen, und wenn jemand anderes eins seiner Tickets abzugeben hat, die sind ja elektronisch in den Wacken-Accounts hinterlegt, dann könnt ihr auf dem Wege ein Ticket zu euch überbucht bekommen. Wenn ihr ein entsprechendes Angebot bekommt, ist das dann eigentlich auch verpflichtend, das dann auch anzunehmen. Und es kostet zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 30 Euro. Die Tickets erhaltet ihr aber dann, die eigentlichen Tickets, zum normalen, regulären Festivalpreis, dieses Jahr 299 Euro, plus 30 Euro, wie gesagt, Bearbeitungsgebühr. Aber so habt ihr tatsächlich noch eine Chance, an ein Ticket heranzukommen. Und wer jetzt musikalisch begabt ist, der könnte sich nochmal auf 17 Dinge stürzen. Das verlinke ich euch hier mal unter dem Video. Das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen erst unter die News geraten. Es gibt also ein entsprechendes Recycling-Projekt dieses Jahr auf Wacken, wofür ein ziemlich knackiger Rocksong dann geschrieben worden ist. Und wenn ihr diesen Rocksong performt, also man kann sich die Soundspuren einzeln runterladen oder auch den Gesamtsong runterladen, dann könnt ihr also euch nur die Bässe, nur die Drums oder sowas dann runterladen und das mit eigenen Instrumenten ergänzen. Das Ganze wird dann unter einer bestimmten Adresse, ich meine auf Instagram, dann veröffentlicht von euch. Damit erklärt ihr euer Einverständnis, dass es für dieses Projekt genutzt werden kann. Und dann könnt ihr im Hauptvideo für dieses Lied dann nachher tatsächlich mit landen. Dann kann das durchaus sein, dass sie damit reingeschnitten wird. Unter allen Teilnehmern werden dann auch noch Eintrittskarten fürs Wacken Open Air, fürs ausverkaufte Wacken Open Air dann verlost werden. Mehr News gibt es demnächst hier auf meinem Kanal. Ich bleibe hier am Ball, was sich hier so im Aufbau tut. Ich habe dann eigentlich noch mal vor, noch mal ein weiteres Video dann zu bringen zu Aufbau, wie das dann so kurz vorher aussieht. Ich habe allerdings direkt in der Woche davor noch einen deutsch-polnischen Jugendaustausch, den ich aktiv begleite, der mich sehr stark zeitlich bindet. Auch das mache ich gerne, also ich freue mich auch darauf schon. Von daher muss ich gucken, wie ich das zeitlich unterkriege und wann ich denn hier mal zum Gucken fahre. Also es soll auch dieses Jahr wieder so sein, das hat mir letztes Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch, aber auch für mich selber, hier jeden Tag ein Video dann zu schießen und in der Nacht zu schneiden und euch am nächsten Tag dann bereits zu präsentieren. Das war wirklich, mir hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht, euch offensichtlich auch. Soll auch dieses Jahr wieder stattfinden. For the English-speaking audience, last year, several folks of you asked me whether I could give you some information in English too. It's almost impossible to do that in my videos because they are mostly directed to my German-speaking audience, of course. I will do the same thing I did last year. I corrected the German subtitles. This takes sometimes a while, so it might be a day later that I correct them. And after I corrected them, I can automatically translate them into English, and then it's pretty good English, actually. So you will get English subtitles on my videos as well.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, auch für Wacken. Ne? Also die Wacken-Videos werden ja auch wieder mit dem eigenen Intro dann versehen sein, so wie dieses jetzt auch schon. Ich freue mich darauf, wenn ihr meine Videos verfolgt. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.